Mit einer spektakulären und starbesetzten Premiere begeistert die Wiener Staatsoper Donizettis Anna Bolena mit den beiden momentan wohl berühmtesten Operndiven Anna Netrebko und Elina Garanča. Erstmals stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne, noch dazu als Rivalinnen. Starsopranistin Netrebko singt die Titelpartie, ihre lettische Kollegin Garanča interpretiert die Hofdame Giovanna Seymour. 20 Minuten stehenden Applaus gab es in der ausverkauften Staatsoper für die Leistung der Sängerin, die schon vor der Premiere als Opernereignis des Jahres galt. Die Belcanto-Oper gilt als besonders anspruchsvoll, eine echte Herausforderung für die Netrebko. Es ist eine der schönsten Opern, die je geschrieben wurde. Ich bin sehr stolz, dabei zu sein. Ich singe die Rolle zum ersten Mal. Alle haben hier Großes geleistet. Es ist ein großer Erfolg. Ich bin glücklich. Ein Küsschen gab es für den Ehemann, den Bassbariton Erwin Schrott. Auch für Elina Garanča geht mit Anna Bolena ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen einfach nur gut. Alle Kollegen sind fantastisch. Wir hatten wirklich wunderbare Zeit. Wir sind die Kollegen, die wir auch von vorher uns kennen. Also insofern ist es eigentlich recht entspannt und es ist schön, dass wir alle jung sind und frisch sozusagen und hatten wirklich wunderbar viel Spaß. Ebenfalls mit dabei Ildebrando d'Arcangelo als König Heinrich VIII., Elisabeth Kuhlmann als Page Smeton und Francesco Meli als Percy.